Anfang Mai 2014 regierte die Magie in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs. In der Marktgemeinde Götzis trafen sich rund 350 Magier aus ganz Europa und Übersee zum 56. österreichischen Magierkongress. Das Ländle avancierte somit 3 Tage lang zur Zauberei-Metropole Österreichs. Schon im Vorfeld setzten sich die Zauberkünstler des Magischen Club Vorarlberg gekonnt in Szene. 2 Wochen lang wurde im Rahmen der tagesaktuellen Sendung des Regional-TV-Senders Ländle TV gezaubert, was das Zeug hielt. Wissen Sie eigentlich, wie ein Zauberkünstler ein rotes Tuch verschwinden lässt? Ich sag's Ihnen, genauso wie ein blaues. Nein, um ein rotes Tuch verschwinden zu lassen, braucht man zuerst natürlich ein rotes Tuch. Und außer dem roten Tuch eine einwandfrei linke leere Hand. Und außer der linken leeren Hand und dem roten Tuch brauchen wir auch eine rechte leere Hand. Und dann steckt man das Tuch einfach in die Faust rein. Nein, nicht wie Sie meinen, in den Ärmel, ist nämlich komisch. Unlängst ließ ich einen riesen Elefanten verschwinden. Da haben auch alle gesagt, der Elefant ist im Ärmel. Stülpt das mal hoch. Und wenn wir Zauberkünstler sagen, wir nehmen einen Zaubersalz, sagen einen Zauberspruch, dient das nur zur Ablenkung. Ich könnte genauso gut nur eine Spielkarte nehmen und dann 1, 2, 3 Mal so machen und das rote Tuch ist spurlos verschwunden. Und das will ich Ihnen jetzt zeigen. Aber vorerst muss das Tuch ganz in die Faust rein. 1, 2, 3. Jetzt will man sicher wissen, wo das rote Tuch hingekommen ist. Ich verrate es Ihnen. Es ist unsichtbar, ich mache es wieder sichtbar. Dazu nehme ich meine Spielkarte, mache mit der Spielkarte eine Röhre, fasse hier in die Luft. Das kann man nur sehen, wenn man im Leben noch nie gelogen hat. Sehen Sie es? Magische Bewegung und das Tuch kann ich wieder sichtbar hier herausnehmen. Dankeschön. Welcher von den beiden Bällen hättest du gern gehabt? Den roten da, wunderbar. Dann gebe ich dir ganz kurz den roten Ball da in deine Hand hinein, ja. Mach sie fest zu, jawohl. Ist der Ball noch da? Nein. Nee, ganz klar, weil er natürlich hinter wieder ist. wir machen es einfach mal umgekehrt. Einen Ball gebe ich ganz fest in meine Hand und der andere Ball gebe ich die Hand vor der Nadine. Ganz fest inne und fest zu, mach den nach vorne heben. So, denn die magische Bewegung. Jo. So, ja genau. Immer so machen, niemals so, das wäre schlecht, jawohl. Immer so die magische Bewegung und dann ist er normalerweise auch schon verschwunden. Wie schaut es denn bei dir aus? Hui. Na, fast. Ja, also, vielleicht machen wir es bei dir umgekehrt. Mach, das kann natürlich sein, wenn man natürlich nochmal die 2 Bälle nennt. Ich gebe dir die 2 Bälle noch einmal in deine Hand, du machst noch einmal die magische Bewegung über deine Hand. Drehst ganz langsam die Hand und öffnest sie. Und wir haben ganz, ganz viele. Und das ist Zauberei bei der Firma Peter. Ja, hallo Caroline, ich hätte gerne einen Sakko. Kannst du mir hier was anbieten? Ja, natürlich, gern. So. Zum Beispiel in Schwarz? Das Rot ist ganz gut. Super. So, natürlich ist es immer ganz, ganz gefährlich, wenn man schaut, solche Mode zu kaufen. Es gibt viele, viele Imitationen, viele, viele Fälschungen und immer mehr Leute haben Allergien. Allergien, sprich ganz besonders auf die Faser. Und das Personal hier bei Fussel ist natürlich bestens ausgebildet. Doch wer weiß, was wirklich hier drin ist? Es steht zwar irgendein Markenname drauf, doch welche Faser haben wir hier? Ist es hier Naturfaser oder handelt es sich um eine synthetische Faser? Wer weiß das? Doch wir Zauberer, wir haben einen kleinen Test dafür. Sie nehmen einfach das Sakko, geben es hier so über die Faust und nehmen von einer anderen Kundschaft eine Zigarette. So, wir werden nun den kleinen Fasertest machen. Handelt es sich um Naturfaser oder um eine synthetische Faser? Lässt sich ganz, ganz leicht feststellen. Ist es eine synthetische Faser, dann schmilzt es ein Loch hinein. Man sieht das am geschmolzenen Rand. Ist es eine Naturfaser, dann bremst ein Loch hinein. Das ist dann ein ausgefranster Rand. Doch, wir schauen mal die Qualität bei Fussel an. Ja, hier ist ganz gar nichts passiert. Man sieht also ein sogenanntes Mischgewebe, eine super Qualität, erhältlich hier bei Fussel am Garnmarkt in Götzis.
Vom 2. bis 4. Mai findet der große Magierkongress in Götzis statt. 350 der besten Magier werden zu Gast sein. Aus diesem Anlass haben wir jeden Tag einen neuen Zauberkünstler bei uns in der Sendung bis zu diesem Datum. Und heute ist Mr. Rathol bei mir. Hallo. Hallo, grüß dich, Bianca. Wir sind ja auf diesem schönen Bau von der Firma Wilhelm und Meyer. Wunderschöne Anlage, gefällt mir sehr gut. Und was würde da besser dazu passen wie Geld? Und wir beide werden jetzt Geld produzieren. Alles klar. Auf magische Art. Okay. Ich habe hier 3 Scheine. Könntest du dir vorstellen, welche Größe das von einem Geldschein ist? Ein 100-Euro-Schein. Ich glaube, die Größe. Könnte sein, ja. Schauen wir nach. Grün, wie der 100er ist. Ich bitte dich, schreib hier jetzt diese 100 Euro drauf. Du hast, ohne dass ich dich beeinflusst habe, hier 100 Euro draufgeschrieben. Richtig? Mhm. Und jetzt aufgepasst. Ich werde jetzt versuchen, diese 100 Euro echt zu machen. Und jetzt, Bianca, pass auf. Hier unten ist dein Schein. Man muss natürlich festdrücken beim Geld. Und hier sind deine 100 Euro. Wow, unglaublich. Kannst du mir mehr machen von dem? Könnte ich, aber ich habe eine Übereinkunft mit der Nationalbank. Ich darf für andere Leute kein Geld machen und sie zaubern dafür nicht. Sagen Sie einfach mal Stopp, wenn ich das Paket anrauschen lasse. Stopp. Jetzt schon? Mhm. Ja, Ihre Karte. Ziehen Sie die Karte jetzt weg, bitte. Mhm. Gut. Nehmen Sie das Paket vielleicht in die Hand. Die Karte darf ich natürlich nicht sehen. Sie sollten jetzt die Karte reingeben. Dann halten Sie es links und rechts auf der Schmalseite bitte und drücken Sie es an die Stirn. Und denken Sie bitte jetzt ganz intensiv an Ihre Karte. Es war eine rote Karte, ist richtig, ja. Dann war es eine Karo-Karte. Sie sollen nicht an einen Mann denken. Es war der Karo König. Ist das richtig? Jawohl, das ist richtig. Ja, schön. Dann darf ich Sie jetzt erlösen wieder und ich habe für Sie noch Ihr Namensschild. Dankeschön. 3 Ringe sind. Solide, fest, was sich auch gleich beweisen lässt. Mit Abracadabra und Simsalabim hängt schon der erste im anderen drin. Ihr seht es, doch ihr glaubt es nicht. Der Herr der Ringe einfach spricht, die beiden Ringe kurz nur dreht und ihr die Ringe einzeln seht. Doch heute geht es wieder rund und Ringe gehen hin und her. Dies machen meine Worte kund, sie zu verbinden ist nicht schwer. Die Ringe sind doch einzeln nun. Man braucht sie nur zu zeigen. Es gibt dabei nicht viel zu tun, das ist ein schöner Balken. Das kleine Spiel ist nun zu Ende. Der Zauber ist verfallen. Hat es euch gefallen, dann klatscht doch in die Hände. Ja, hier lässt sich natürlich mit Rosen zaubern. Dankeschön. Zahlen bitte. Jawohl. Danke sehr. Was macht's? 15,20 wäre es. 15,20, okay. Oh! Entschuldigung, jetzt bin ich abgebrannt. Aber das Kärtle wäre noch da. Ja. Aber nein, da schaut ja noch ein bisschen etwas heraus. Ja, doch, 5 Euro habe ich doch noch. Wie viel haben Sie gesagt? 15,20 wäre es. 15,20, also ich bin ja ein Zauberer. Also 5 Euro sind Sie nicht zufrieden? Nein, nicht wirklich. 5 Euro nicht. Dann lege ich sie zusammen, so wie in der Jugend, in das Sparschwein hinein. Muss nur an Sparschwein denken. Das war so klein war das, nicht? Ja. Doch wenn man zaubern kann, macht man eine Null, man bläst sie drauf und mit Simsalabim kommt das Null an. Sie können es hier sehen.
Ich mache das auf und habe wirklich 50 Euro. Und diese Kinsen, Sie bitte schön. Und wenn Sie meinen, dass sie sich wieder umwandelt, hier ist meine Adresse, dann komme ich wieder zu Ihnen. Vielen Dank. So viel Promotion erregte natürlich eine dementsprechende Aufmerksamkeit. Diese war durchaus erwünscht. Immerhin wurde der Magische Club Vallberg bereits zum dritten Mal nach 1989 und 2001 mit der Organisation des Internationalen Jahrestreffens österreichischer Zauberkünstler betraut. Er wird ihn schlecht, trägt er, wird ihn schlecht. Schau, wie sich sein Blick verschleiert, wenn er in die Löcher reiert. Ferdinand Lamperts, Organisationsleiter und gleichzeitig auch Präsident des MKV, durfte seine Sicht der Dinge dann auch bei mehreren Gesprächen in diversen TV-Produktionen schildern. Es gibt eine Zauberschule. Es gibt eine Zauberschule in Vorarlberg, vom Magischen Club Vorarlberg. Ja, genau. Erklär mir jetzt Zauberschule. Ich meine, Fahrschule ist mir klar, Flugschule ist mir noch klarer. Volksschule auch, aber Zauberschule. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir junge Talente fördern wollen. Dazu haben wir gesagt, dass es der Koffer inklusive 8 Tricks kostet 25 Euro. Und die werden wir dann lernen in den 4 Stunden. Und am Schluss dürfen sie dann eine Vorführung machen vor den Eltern. Aha, ja. Und ja, okay. Da können sie zeigen, was sie erlernt haben. Und ja. Wir sind jetzt dran, schon der zweite Lehrgang weiterzumachen, also dass es dann eine Fortsetzung gibt. Und so hoffen wir auch wieder, Jugend in unseren Club zu bekommen. Wobei nicht ausgeschlossen ist, dass du auch Damen und Herren älteren Semesters, also jetzt über die Jugend hinaus, vielleicht so ab 30, 35 auch willkommen sind diesbezüglich. Selbstverständlich, da sind ein paar Tricks mehr dabei dann. Aha. Und die müssen dann schon etwas mehr können als wie die Kinder. Ja, ja. Und ja, wer Lust und Liebe hat, ist natürlich herzlich eingeladen. Nur momentan ist es so, dass wir voll auf dem Kongress hinarbeiten dann die Zauberschule wieder weitermachen. Jetzt war für mich eins begeisternd. Ich habe das bei der Zauberschule mitgemacht. Einmal, du hast mir eingeladen gehabt und da hast mir du einen Zauberstab mitgebracht. Ich habe gesagt, ich soll mir das einmal anschauen zumindest. Und den habe ich natürlich daheim probiert. Andreas, Moment. Was denn? Bitte nicht so herumfuchteln. Wieso? Mit dem Zauberstab. Ist das, weil zuerst das Gelübde ablegen und dann den Zauberspruch lernen und dann kannst du mit. Was für einen Zauberspruch zum Beispiel lernen? Hokus, Pokus, Simsalabim. Also das heißt, ich es kann... Es gibt verschiedene natürlich. Ehrlich wahr. Also Gelübde ablegen, Zauberstab in die Hand nehmen und Hokus, Pokus, Ups. So war er unter anderem zu Gast bei Andreas Seeburger in der Gondel am Mottersberg und auch beim Ländle Talk mit Ländle TV Geschäftsführer Günther Oberscheider. Auch hier durfte eine kleine Zaubereinlage nicht fehlen. Du bist, wie gesagt, Präsident vom Vorarlbergischen Magischen Club, wenn ich das richtig sage. Magischen Club Vorarlberg. Magischer Club Vorarlberg und Vizepräsident in Österreich. Wie kam es dazu? Ich bin eigentlich Gründer vom Magischen Club Vorarlberg mit Peppi Urmal damals und Schneider Arthur zusammen. Und der Magische Club Vorarlberg gibt es jetzt 38 Jahre. Und wir haben dort zu dritt einmal die Gründung vollzogen und er wuchs im ersten Jahr schon auf 8 Mitglieder. In der Zwischenzeit sind wir jetzt 15 Mitglieder mit Zirkeln und 5 Passivmitglieder dabei. Also er ist. Und beim Magischen Club sind im Prinzip alles Zauberer. Sind alles Zauberer dabei, ja. Also nicht im klassischen Sinne, dass man im Leben ein Zauberer ist, sondern ihr könnt wirklich was. Wir können es zaubern. Ich nehme an, du hast sicherlich auch was mitgebracht, was die Zauberei anbelangt. Ach, Günther, darf ich mal ganz kurz bei dir her? Ja, bitte, gerne. Dankeschön für die 5 Euro, danke. Ah, die waren eigentlich nicht für dich gedacht. Du meinst, sie sind für dich? Ja, wenn sie zurück haben. Okay, nein. Bitte sehr, danke. Darf ich die? Okay, das ist jetzt aber blöd. Was sind Sie jetzt? Oh, ich habe, glaube ich, zu fest gerieben, darum sind Sie durch die Haustür gegangen. Und wer bekommt es jetzt wirklich? Du siehst doch, dass Sie immer bei mir bleiben und darum kann ich es dir nicht mehr geben. Sie sind weg in der Zwischenzeit. Okay, da. Also so schnell gehen 5 Euro raus, also man sieht, der Euro ist nichts mehr wert. Er verschwindet ganz einfach und geht in die richtigen Nähe. So kann man es auch erklären. Wie bist du zur Zauberei gekommen?
Das war schon mit 9 Jahren, habe ich bei meinem Nachbar 2 Kartentricks gelernt. Das hat mich dann so fasziniert, dass ich um Bücher gesucht habe und damals gab es die Perlenreihe. Okay. Und die hat geheißen Zaubern schnell erlernt. Und ja, ich bin eigentlich im ganzen Land auf und ab gefahren, dass ich das Buch finde. Gefunden habe ich es dann wirklich im Bludenz. Habe die dann gekauft und daraus alles selber gebastelt und alles selber gemacht. Das waren meine ersten... Also Kartentricks war es oder Einstieg? Nein, es war kein Kartentrick. Was ich mich erinnere, war es ein Ei mit Tuch und... Das zweite weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Aber Kartentricks sind immer noch eine Leidenschaft von dir. Kartentricks sind logischerweise immer noch eine Leidenschaft von mir und es ist auch selten, dass ich ohne Karten. Ganz zufällig hast du Karten mit dabei. Sind dabei, natürlich. Okay, ja, jetzt, liebe Zuseher, jetzt wird es ernst. Ja, jetzt kommt ein Kartentrick. Entweder sind sie gemischelt oder willst du mischeln? Ich will mischeln. Bitte, ich will den Zusehern zeigen, dass ich wirklich meinem... Nein, du sollst sie nicht wegschmeißen, du sollst sie mischeln. Also ich werde jetzt versuchen, das brauchen wir alle. Zumindest ein paar sollen übrig bleiben. Jetzt sehen wenigstens unsere Zuseher, dass ich keine Zeit zum Kartenspielen habe. Ich kann auch nicht wirklich mischen. So, Günther, die Hälfte vom Spiel ist übrig geblieben. Zieh einfach eine Karte. Okay. Schau sie dir bitte jetzt gut an, wenn die Kamera vielleicht... Darfst du die Kamera sehen? In die Kamera reinzeigst, dann ist es natürlich die Karte viel besser. Und du schneidest hier die Karte wieder ein, mit dem Rücken hoben natürlich. Einschneiden? So, hier. Ins Kartenpaket. Irgendwo, wo du möchtest. Okay. So. Irgendwo. Jawohl, stopp. Okay. Willst du noch den Platz wechseln oder dabei bleiben? Ich bleib dabei, das ist ein super Platz. Okay, bitte ganz rein. Okay. Habe ich dich beeinflusst beim Ziehen der Karte? Nein. Nein? Nein. Dann kann ich sie jetzt beim Abheben auch nicht, oder? Ich lege sie also vor dich hin und du kannst einmal abheben. Okay. Einmal abheben. Egal wie viel. Egal wie viel. Okay. Wunderbar. So. In die Kamera zeigen? Nein. Wir legen es wieder drauf. Günther, du hast mit deiner rechten Hand gezogen. Darum brauche ich jetzt deinen Daumen von der rechten Hand. Den Daumen von der rechten Hand. Weil jeder hinterlässt hier auf der Karte... Fingerabdrücke und die möchte ich jetzt, ich möchte die Karte raussuchen. Okay, das können sie sein. Ich kann jetzt nur sagen, es ist eine rote Karte, stimmt das? Absolut richtig. Also am Rückenmuster meine ich. Auch am Rückenmuster. Auch am Rückenmuster, okay. Es ist eine rote Karte, es ist eine Herzkarte. Günther, denk noch ganz intensiv an die Karte. Ja. Es ist der Herz 6. Jawohl, richtig. Schau. Günther, schau, einmal runterrauschen. Und wenn ich sie jetzt hier aufmache, ist deine Karte als einzige verkehrt im Spiel. Ich hoffe, das konnte die Kamera so einfangen. Ist immer wieder faszinierend. Wobei mein Daumen wirklich so etwas ganz Besonderes ist, dass es für mich kein Rätsel ist, dass was gefunden wurde. Dann war das große Wochenende aber gekommen. Der Kongress der Magier stand an. Im Mittelpunkt des Kongresses selber standen rund 350 Magier aus ganz Europa und Übersee. Mit der Ausrichtung dieser Magic Days und Nights hat sich der Magische Club Vorarlberg sehr viel vorgenommen. Auch wollte man damit interessierte Menschen einladen, in die Welt der Magie einzutauchen. In den ersten 2 Tagen des 4 Tage andauernden Showdown auf der Kulturbühne am Bach stellten sich 23 der besten Zauberer, Magier und Illusionisten der strengen Wettbewerbsjury. Dort galt es, ein Programm genau nach Zeitvorgabe einzuhalten und natürlich mit dem Dargebotenen die Jury zu überzeugen. Klarer Favorit und auch Publikumsliebling war hier Martin Kosch vom Magischen Club Graz, der schließlich in der Sparte Comedy mit über 400 Punkten zum Gesamtsieger gekürt wurde. Am Freitag gab es für die angereisten Magier aus aller Welt einen eigenen Ländle-Empfang. Dem Kässpätzle-Buffet folgte eine eigene Magic Night, bei der Konferencier-Gast
seine Wandelbarkeit und seine Professionalität unter Beweis stellte. Musikalisch begleitet wurde der Ländle-Empfang durch Wolfgang Frank und Thomas Pegram. Zwei Galanächte der Magie, zwei Shows, frenetischer Applaus und Standing Ovations waren der mehr als nur verdiente Lohn der Organisatoren und Künstler für ihre dargebotene Show. Die Galanacht ist natürlich der Höhepunkt eines jeden Kongresses, bedeutet sehr, sehr viel Stress, sehr, sehr viel Arbeit. Es müssen viele, viele Proben gemacht werden, bis die Gala wirklich rund läuft. Aber wir haben hier einen wirklich sehr, sehr guten Regisseur, Mika Stowe aus Deutschland, der das wirklich professionell über die Bühne gebracht hat. Ich bin jetzt guter Dinge und gespannt und ich freue mich auf einen wirklich schönen Abend. Wir werden heute ganz viele verschiedene Illusionskünste sehen. Ja, es gibt sowohl das Erscheinen und Zerteilen von Menschen, unter Umständen sogar von, wenn es klappt, von noch größeren Sachen. Also, da drücke ich total fest die Daumen den Kollegen. Dann haben wir die hohe Schule der Fingerfertigkeit in wirklich sehr, sehr großer Perfektion. Wir haben einen Actor, wo es darum geht, sich sehr, sehr schnell umzuziehen. Das ist wirklich unglaublich. Wir haben jemanden aus Berlin, der uns mal sozusagen in die Historie von Berlin einführen wird, auf magische Art und Weise. Wir haben einen sehr traurigen Fall, weil die Zauberkunst hat auch ihre Schattenseiten und manch einer kommt nicht davon los. Und das ist aber sehr unterhaltsam. Wir haben einen Austauschzauberer aus der Schweiz, der seinen allerersten Auftritt hier im Vorarlberg hat. Und alle, die hier zusammenkommen, werden kleine und große Wunder machen. Dann nenne noch etwas zu diesem Gegenstand hier. Das ist ein Anhänger. Nun, welche Farbe ist zu sehen? Farbe blau ist zu sehen. Es geht los, was halte ich jetzt in der Hand? Es könnten aber auch mehrere Schlüssel. Es sind viele mehrere Schlüssel. Und da ist auch noch eine Nummer auf einem Schlüssel zu sehen. Es ist eine dreistellige Zahl. Nun versuch uns bitte diese dreistellige... 276. 276, wenn ihr hört das. Eine effektvoll verblüffende und mit Tempo gestaltete Show riss das Publikum am Samstag und am Sonntagabend zu zahlreichem Zwischenapplaus hin, was Zauberer, Magier und Illusionisten zur Höchstform auflaufen ließ. Alles in allem eine wahrlich nicht alltägliche Supershow der Magie und ein perfekt inszenierter und organisierter internationaler Magierkongress. Sichtlich erleichtert waren dann die Organisatoren vom Magischen Club Vorarlberg rund um Ferdi Lampert, als der letzte Vorhang gefallen war. Also die Organisation war anstrengend, aber es war schön. Wir haben zufriedene Gäste, was will man mehr? Aber nicht nur die Gäste waren zufrieden, auch die Magier konnten Vorarlberg mit neuen Eindrücken verlassen. Neben den Galashows und Wettbewerben standen auch Seminare und Weiterbildungen auf dem Programm. Das Können und die Fertigkeiten wurden also vertieft und auch die Pflege der Freundschaften mit Kollegen aus der ganzen Welt stand hoch im Kurs. Ein rundum gelungenes Event also der Magierkongress in Götzis 2014.